Corona-gerecht mit Tochter Franzi rückt Personal Trainer Thomas Seide zum kleinen Workout 1x1 an. Auch wenn es viele nicht mögen, ein wenig warm machen und joggen sollte zum Auftakt schon sein. Man sollte sich auf jeden Fall erwärmen. Wie im Jogging liegt, joggt 10 Minuten. Man kann ja auch vom Wohnort noch draußen im Park oder im Wald laufen oder trainieren. Walken absolut ausreichend oder Fahrrad fahren und in der Wohnung halt ein bisschen springen, lockern, mobilisieren. Um fit zu bleiben, braucht es nicht um jeden Preis die halbe Stunde laufen, sagt der Experte. Wer es doch will, sollte es locker angehen. Warum hat man dann das Ziel, durchzurennen, 5 Kilometer mit heraushängender Zunge? Ja? Joggt so lange ihr könnt, schön in Ruhe, dann geht wieder ein Stück, dann joggt er wieder. Macht das ein paar Mal, 2-3 Mal die Woche, schön in Ruhe. Ihr habt den Kopf frei und ihr werdet merken, die Abstände zwischen den Joggings, die Walking-Pausen sozusagen, die werden immer kürzer. Wichtig ist der Spaß an der Sache. Zum Warmwerden genügt schon ein Ballspiel, wie etwa Volleyball. Man muss ja nicht ein Volleyballer sein, um Volleyball zu spielen zur Erwärmung. Macht ja völlig Sinn, den Ball in der Luft zu halten. Ob die Technik da stimmt, ist ja völlig nebensächlich. Volleyball ist super, wir bewegen uns in alle Richtungen, nach vorne, zur Seite, wir gehen in die Knie, wir springen. Ja, super Erwärmung, perfekt. Die perfekte motivierende Sportalternative zu finden, ist allerdings derzeit vor allem für passionierte Mannschaftssportler nicht einfach. Als Mannschaftssportler im Verein oder wenn man jetzt im Fitnessstudio zum Beispiel Gruppenkurse besucht, dann ist es natürlich eine Umstellung, ist ja ganz klar. Und deswegen sollte man sich eine Sportart suchen, die einem auch liegt. Wenn man jetzt so schaut, wenn jetzt Leute durch die Landschaft joggen, guck dir mal die Gesichter an. Schau mal, die meisten lächeln überhaupt nicht. Ne? Scheint keinen Spaß zu machen. Die wollen abnehmen, wissen aber nicht wie. Die gute Nachricht, ausgiebiges Joggen ist gar nicht nötig, um halbwegs fit und auch schlank zu bleiben. Wenn man abnehmen will, ist viel besser, so ein Krafttraining zu absolvieren, ja, um Muskeln aufzubauen und den Stoffwechsel damit anzukurbeln, als zu joggen. Mit Joggen geht's auch, braucht man aber wesentlich länger. Da müsste man schon 3-4 Mal die Woche lange Strecken laufen für den gleichen Effekt. Ein paar Dinge gibt es allerdings dabei zu beachten, etwa ein strukturierter Aufbau. Ich würde immer vorschlagen, von unten nach oben zu trainieren, ja, damit trainieren wir erst die großen Muskelgruppen, die uns auch durchs Leben tragen und dann arbeiten wir uns langsam hoch und auch variieren, die Übung variieren und vielleicht jede Übung so lange machen, dass man mindestens 40 Sekunden durchhält, 40 bis 60 Sekunden jede Übung. Vor allem bei Anfängern sollte beim Workout immer jemand dabei sein, der Haltung und Ausführung korrigiert. Denn Fehler können hier zu Verletzungen oder ausbleibenden Trainingserfolg führen. Die optimale Lösung, ein Personal Trainer oder erfahrener Trainingspartner. Die Struktur sollte alle Körperregionen und Bewegungsrichtungen berücksichtigen. Ausdauer- und Kraftübungen sind die perfekten Abschlussübungen. Bei der Schulter kann man ruhig den Kopf schön hoch, stolz stehen, bis man nicht mehr kann arbeiten. Ja, alle Bewegungen nach oben, nach vorne, nach hinten, drehen, alles dabei. Und mit einer vollen Wasserflasche trainiert es sich natürlich gut. Ja, ist die Muskulatur gefördert und danach kannst du es einfach austrinken. Auch hier gilt im doppelten Sinne das richtige Maß halten. Trainier so, dass es dir Spaß macht, ganz wichtig, und du hast irgendein Ziel. Ja, dein Ziel ist sicherlich, dich fit zu halten in der jetzigen Zeit, also übertreib's nicht. Wenn du Muskelaufbau machen willst, trainier ruhig, bis der Muskel versagt, aber erst nach der dritten Runde. Ja, ansonsten würde ich so machen, dass man mindestens 60 Sekunden eine Übung durchführen kann. Wenn man das schafft, dann hat man nicht zu viel trainiert. Wenn es weniger wird, einfach ein bisschen ruhiger bleiben und Geduld haben, dranbleiben. Vor allem aber einfach mal loslegen, zum Beispiel mit einer sehr wörtlich genommenen Ernährungsumstellung. Auf jeden Fall raus, sei es alleine oder zu zweit, viel mehr geht ja nicht. Und sucht euch eine Sportart, die euch Spaß macht, die euch motiviert, bei der ihr die Motivation auch am Laufen erhalten könnt. Joggt, walkt, Fahrrad, zum Schwimmen ist vielleicht noch ein bisschen kalt. Schickt eure Kinder auf die Bäume, ja, alles kein Problem. Zumindest für den, der den inneren Schweinehund überwindet. Doch mit diesen kleinen Tipps sollte ihn jeder zumindest halbwegs zähmen können.